Sehr geehrte Damen und Herren, wir befinden uns hier in der 40. Spielminute. Es treffen heute die zwei Giganten FC Bad Kleinkirchheim und Trantheim hier im Wörthersee-Stadion aufeinander. Es steht schon 13:0 für den FC Bad Kleinkirchheim und es geht heute um den Einzug ins Viertelfinale. Ihr wisst, was das bedeutet. Hier sehen wir Axel, den Mittelstürmer von FC Trantheim. Er steuert geradewegs auf das Tor zu. Aber da kommt König von FC Bad Kleinkirchheim und holt ihn von den Beinen. Das war ein schweres Foul. Und der Schiedsrichter Matthias Hofer sieht das auch so. Und er zeigt ihm sogar die rote Karte. Axel führt den Freistoß selber aus. Er schießt und Tor! Das war der Anschlusstreffer für den FC Trantheim. Er steht jetzt 1:4.